Sechstes Kapitel. Lothlorien. Ich fürchte, hier können wir nicht länger bleiben, sagte Aragorn. Er blickte zu den Bergen hinauf und hielt sein Schwert empor. Lebe wohl, Gandalf, rief er. Habe ich dir nicht gesagt? Gehst du durch die Türen von Moria, so nimm dich in Acht. Ach, dass es ein Wahrspruch sein müsste. Welche Hoffnung bleibt uns ohne dich? Er wandte sich zu den Gefährten um. Nun muss es auch ohne Hoffnung gehen, sagte er. Wenigstens Rache nehmen können wir vielleicht noch. Gürten wir uns. Genug geweint. Wir haben einen weiten Weg und noch viel zu tun. Sie standen auf und schauten umher. Nach Norden lief das Tal in eine schattige Schlucht zwischen zwei großen Gebirgszügen aus, über denen drei weiße Gipfel strahlten. Celebdil, Fanethol und Karadras, die Berge von Moria. Vom oberen Ende der Schlucht kam ein Sturzbach wie ein weißes Band über unzählige kleine Stufen herabgeschäumt, und zu Füßen der Berge hing ein Sprühnebel in der Luft. »Dort ist der Schattenbachsteig«, erklärte Aragorn, zu den Wasserfällen hindeutend. »Den tief eingeschnittenen Weg, der an dem Sturzbach entlang führt, hätten wir herabkommen sollen. Wäre uns das Schicksal freundlicher gewesen.« »Oder das Karadras weniger grausam«, sagte Gimli. »Da steht es und grinst in die Sonne.« Er drohte dem entferntesten der drei schneebedeckten Gipfel mit der Faust und wandte sich ab. Der nach Osten vorspringende Gebirgszug brach jäh ab, und dahinter lag eine weite, verschwommen erkennbare Ferne. »Dahinter ist der Spiegelsee, der tiefe Kelet-Saram«, sagte Gimli traurig. »Ich weiß noch, wie er zu mir sagte. Mögest du dem Anblick Freude haben. Aber wir können uns dort nicht aufhalten. Nun werde ich weit herumkommen müssen, ehe ich wieder an etwas Freude habe. Ich bin es, der schleunigst fort muss. Und er muss bleiben.« Die Gefährten gingen die Straße vom Tor hinab. Sie war holprig und schadhaft und schrumpfte bald zu einem Fußpfad, der sich durch Heidekraut und Ginster zwischen den geborstenen Steinen wand. Eine Biegung nach Osten brachte sie dicht ans grasige Ufer des Sees, und dort stand eine einzelne Säule, deren Spitze abgebrochen war. »Du Rindstein«, rief Gimli, »ich kann hier nicht vorübergehen, ohne wenigstens einen Blick auf das Wunder des Tals zu werfen.« »Aber mach's kurz«, sagte Aragorn. Er blickte zum Tor zurück. »Es wird früh dunkel. Vor Sonnenuntergang werden die Orks wohl nicht herauskommen, aber wenn es Nacht wird, müssen wir weit weg sein. Der Mond ist fast vergangen, und es wird sehr dunkel werden.« »Komm mit, Frodo«, rief der Zwerg und rannte von der Straße herunter. »Ich möchte nicht, dass du vorübergehst, ohne den Kelet-Saram gesehen zu haben.« Er eilte den langen grünen Hang hinab. Frodo folgte ihm langsamer, trotz Schmerz und Müdigkeit angezogen von dem stillen blauen Wasser. Sam kam hinterdrein. An der Säule blieb Gimli stehen und blickte an ihr empor. Sie war gesprungen und verwittert, und die blassen Runen auf ihr waren nicht mehr zu lesen. »Dieser Stein bezeichnet die Stelle, wo Durin zum ersten Mal in den See blickte«, sagte der Zwerg. »Lass uns auch einmal hineinblicken, ehe wir weitergehen.« Sie beugten sich über das dunkle Wasser. Zuerst sahen sie nichts. Dann allmählich sahen sie die Formen der umgebenden Berge, in dem tiefen Blau gespiegelt, mit den Gipfeln wie flammend weißen Federbüschen darüber. Zwischen ihnen aber, wo ein Stück vom Himmel zu sehen war, leuchteten wie in der Tiefe versunkene Juwelen die blitzenden Sterne, obwohl die Sonne schien und es heller Tag war. Von sich selbst, wie sie sich über das Wasser beugten, sahen sie kein Spiegelbild. »O, du schöner und wundersamer Kelet-Saram«, sagte Gimli, »dort liegt Durins Krone, bis er wieder erwacht. Lebe wohl.« Er verneigte sich, wandte sich ab und eilte über den Rasen zurück zur Straße. »Was hast du denn gesehen?« wollte Pippin von Sam wissen, aber Sam war zu tief in Gedanken, um zu antworten. Die Straße bog nun nach Süden und führte rasch bergab aus dem Tal zwischen den Gebirgszügen hinaus. Ein Stück unterhalb des Sees kamen sie zu einem tiefen Brunnen mit kristallklarem Wasser, das über eine Felskante fiel und dann schimmernd und sprudelnd eine tiefe steinige Rinne hinablief. »Dies ist die Quelle des Silberlaufs«, erklärte Gimli. »Trink nicht von dem Wasser, es ist eiskalt.«
Bald wird daraus ein Fluss mit heftiger Strömung, der Wasser von vielen anderen Bergbächen aufnimmt, sagte Aragorn. Unsere Straße führt über viele Meilen an ihm entlang, denn ich will euch den Weg führen, den Gandalf gewählt hat, und als erstes hoffe ich, die Wälder um die Mündung des Silberlaufs in den großen Strom zu erreichen. Dort hinten. Lothloriens Wälder stehen dort, sagte Legolas. Der Länder schönstes von allen, die mein Volk bewohnt. Nichts kommt den Bäumen dort gleich. Denn golden wären ihre Blätter im Herbst, statt zu fallen. Erst wenn der Lenz kommt und das junge Grün aufbricht, fallen sie ab. Und alsbald sind die Zweige schwer von gelben Blüten. Golden ist dann der Boden des Waldes und golden sein Dach. Und silbern sind die Säulen, denn die Rinde der Stämme ist glatt und grau. So heißt es noch heute in unseren Liedern, wie wir sie im Düsterwald singen. Von Herzen froh wäre ich, könnte ich im Frühling am Saum jenes Waldes verweilen. Ich wäre dort sicher im Winter von Herzen froh, lachte Aragorn. Aber bis dahin sind es noch viele Meilen. Beeilen wir uns. Frodo fiel jeder Schritt schwerer und er schnappte nach Luft. Endlich drehte Legolas sich um und wies Aragorn darauf hin, wie weit sie schon zurückgeblieben wären. Die anderen hielten an, und Aragorn, nachdem er Boromir zum Mitkommen aufgefordert hatte, rannte zurück. »Entschuldige, Frodo«, rief er. »So viel ist heute geschehen, und wir müssen uns so beeilen, dass ich ganz vergessen habe, dass ihr beide verletzt seid. Ihr hättet etwas sagen sollen. Wir haben nichts getan, um euch zu versorgen, wovon uns alle Orks von Moria nicht hätten abhalten dürfen.« Wenig später kamen sie an einen anderen Bach, der von Westen herabfloss und sein sprudelndes Wasser mit dem Silberlauf vereinigte. Zusammen stürzten sie über einen grün bewachsenen Felsen und strömten schäumend in eine Schlucht hinab. Sie war von niedrigen, krummen Kiefern umgeben, und die Seiten waren steil und mit Hirschzunge und Heidelbeersträuchern bewachsen. Auf dem Grund war eine freie, ebene Fläche, wo der Bach über glänzende Kiesel rauschte. Hier rasteten sie. Es war nun fast 3 Uhr nachmittags, und sie waren erst wenige Meilen vom Tor entfernt. Schon neigte sich die Sonne nach Westen hin. »Glück gehabt, Sam«, sagte Gimli. »Viele haben für ihren ersten erschlagenen Ork schon teuer bezahlen müssen. Dies ist keine vergiftete Wunde, wie sie von Orklingen nur allzu oft geschlagen wird. Sie dürfte gut verheilen, wenn ich sie erst behandelt habe. Wasche sie gut aus, wenn ich das heiße Wasser fertig habe«, meinte Gimli und deutete auf Sams Kopfwunde. Aus seiner Gürteltasche nahm Aragorn einige verdorrte Blätter. »Die sind jetzt trocken und nicht mehr so ganz wirksam. Aber es sind immerhin noch ein paar von den Athelas-Blättern, die ich in der Nähe der Wetterspitze gefunden habe. Zerreibe eins im Wasser und wasche damit die Wunde aus, dann werde ich sie verbinden. Und nun zu dir, Frodo.« »Mir fehlt doch nichts«, widersprach Frodo, dem es widerstrebte, an seine Unterkleidung rühren zu lassen. »Ich brauche nur etwas im Magen und ein bisschen Ruhe.« »Nein«, sagte Aragorn. »Wir müssen schon mal nachsehen, was zwischen Ham und Amboss aus dir geworden ist. Ich wundere mich, dass du überhaupt noch am Leben bist.« Behutsam streifte er Frodo die alte Jacke und das abgetragene Hemd vom Leib, und dann schnappte er seinerseits nach Luft. Er lachte. Das silberne Panzerhemd schimmerte ihm entgegen wie Licht auf einem gekräuselten See. Behutsam zog er es Frodo aus und hielt es hoch. Die Edelsteine daran funkelten wie Sterne, und als er die Ringe schüttelte, gab es ein helles Klirren, wie wenn Regen auf einen Teich fällt. »Seht mal, Freunde«, rief er, »was für ein hübsches Hobbitfell. Selbst ein kleiner Elbenprinz könnte ihn darum beneiden. Wenn bekannt würde, dass Hobbits solche Pelze tragen, kämen alle Jäger von Mittelerde ins Auenland geritten.« »Und alle Jäger der Welt würden ihre Pfeile vergebens abschießen«, lachte Gimli und betrachtete den Harnisch voll Bewunderung. »Es ist ein Mithrilhemd. Reines Mithril. Von einem so schönen habe ich nie auch nur gehört, geschweige denn es gesehen. Ist dies das Hemd, von dem Gandalf gesprochen hat? Dann hat er den Preis noch unterschätzt. Aber es war ein wohl angebrachtes Geschenk.« Ein kühler Nachtwind blies ihnen talaufwärts entgegen. Vor ihnen stieg ein breiter grauer Schatten auf, und unablässig hörten sie ein Rauschen wie von Pappeln im Wind. »Lothlorien«, rief Legolas, »wir sind am Saum des Goldenen Waldes. Ach, dass es noch Winter ist.« Unter dem Nachthimmel ragten die Bäume hoch vor ihnen empor, wölbten sich über die Straße und den Bach hinweg, der nun unter ihren ausgebreiteten Ästen hindurchfloss. Im blassen Sternenschein sahen ihre Stämme grau aus und ihre bebenden Blätter flimmerten ein wenig wie fahles Gold. »Lothlorien«, wiederholte Aragorn,
Mit Freuden höre ich wieder seine Bäume im Wind rauschen. Noch haben wir kaum mehr als 5 Wegstunden zwischen uns und das Tor von Moria gebracht. Doch weiter können wir heute nicht gehen. Hoffen wir, dass die Macht der Elben uns heute Nacht vor der Gefahr in unserem Rücken bewahren wird. »Wenn in dieser dunkleren Welt wirklich noch Elben wohnen«, sagte Gimli. »Lang ist es her, seit einer von meinem Volk wieder dies Land besuchte, von wo wir einst ausgewandert sind«, meinte Legolas. »Doch hören wir, dass Lorien noch nicht verlassen ist, denn eine geheime Macht wirkt hier, die alles Übel vom Lande fernhält. Doch selten nur lässt sein Volk sich blicken, und tief im Walde wohnt es vielleicht nun, weit ab von der nördlichen Grenze.« »Tief im Walde wohnt es in der Tat«, fügte Aragorn hinzu, seufzend, wie wenn eine Erinnerung ihn bewegte. »Heute Nacht müssen wir allein zurechtkommen. Wir gehen noch ein kleines Stück weiter, bis wir mitten unter den Bäumen sind. Dann biegen wir zur Seite ab und suchen uns einen Lagerplatz.« »Was ist mit Frodo?«, fragte der Zwerg auf einmal. »Ich weiß nicht«, antwortete Frodo. »Mir war so, als hätte ich Schritte gehört und etwas leuchten gesehen, wie Augen. Es ist schon oft so vorgekommen, seit wir Moria betreten haben.« Sie waren erst mehr als eine Meile in den Wald hineingegangen, als sie wieder zu einem Bach kamen, der rasch von den baumbestandenen Hängen herabfloss, die nach Westen zum Gebirge hin anstiegen. Sie hörten ihn, wie er in den Schatten rechts von ihnen strudelnd eine Stufe herabfiel. Sein dunkles, eiliges Wasser kreuzte ihren Weg und strömte in einem Gewirr kleiner Becken und Lachen zwischen den Wurzeln der Bäume mit dem Silberlauf zusammen. »Dies ist die Nimrodel«, sagte Legolas. »Viele Lieder dichteten die Waldelben einst über diesen Bach, und wie im Norden singen sie noch immer, des Regenbogens über den Wasserfällen gedenkend und der goldenen Blüten, die auf dem Schaum schwammen.« »Mir nach«, rief er, »das Wasser ist nicht tief. Lasst uns hindurch warten, am anderen Ufer können wir rasten. Das Wasserfalls Rauschen wird uns Schlaf bringen und allen Schmerz vergessen.« Einer nach dem anderen stiegen sie hinab und folgten Legolas. Frodo blieb einen Moment am Rande stehen und ließ sich das Wasser um die müden Füße laufen. Es war kalt und fühlte sich rein an, und als er weiterging und es ihm bis zu den Knien reichte, war ihm, als würde aller Schmutz der Reise und alle Müdigkeit von den Beinen abgewaschen. »Hört ihr Nimrodels Stimme?«, fragte Legolas. »Er singt ein Lied. Es trägt denselben Namen wie dieser Bach. Ein schönes Lied ist es, in der waldländischen Sprache. Es berichtet davon, dass das Übel kam.« »Die Zwerge schufen dieses Übel nicht«, sagte Gimli. »Das sagte ich nicht. Dennoch, das Übel kam«, sagte Legolas traurig. »Viele Elben von Nimrodels Sippe verließen dann ihr Land und schieden, und sie selbst verirrte sich im fernen Süden in den Pässen des Weißen Gebirges und kam nicht zu dem Schiff, auf dem Amroth ihr Geliebter ihre harrte. Doch im Lenz, wenn der Wind durchs junge Laub streicht, ist am Wasserfall, der ihren Namen trägt, noch ein Echo ihrer Stimme zu hören. Und wenn der Wind von Süden weht, dringt Amroths Stimme vom Meer hinauf. Denn die Nimrodel fließt in den Silberlauf, den die Elben Celebrant nennen, und der Celebrant in den großen Anduin, und der Anduin in die Bucht von Belfalas, wo die Elben von Lorien sich einschifften. Doch weder Nimrodel noch Amroth kehrten je wieder.« »Und auch heutzutage könnte man denken, dass es sicherer ist, auf den Bäumen zu wohnen, als auf dem Boden zu sitzen«, knurrte Gimli. Er blickte über den Bach zur Straße hin, die ins Schattenbachtal zurückführte, und dann zu dem dunklen Blätterdach über ihnen hinauf. »Du gibst guten Rat, Gimli«, sagte Aragorn. »Ein Haus können wir so schnell nicht bauen. Doch heute Nacht werden wir es halten wie die Galadrim und auf den Baumwipfeln Zuflucht nehmen, wenn es uns gelingt. Wir haben hier schon länger als klug in der Nähe der Straße gesessen.« Die Gefährten gingen nun seitlich vom Weg ab und in den Schatten des dichteren Waldes, fort vom Silberlauf und nach Westen an dem Bergbach entlang. Die grauen Stämme waren von mächtigem Umfang, aber wie hoch sie waren, konnte man nur ahnen. »Ich klettere hinauf«, verkündete Legolas. »Unter Bäumen bin ich heimisch, von der Wurzel bis zum Gezweig. Doch diese hier sind von einer Art, die mir nur dem Namen nach aus Liedern bekannt ist. Melören werden sie genannt. Und sie sind es, welche die gelben Blüten tragen. Doch habe ich noch nie einen Maloren erstiegen. Nun werde ich erfahren, welche Art ihre Gestalt und ihr Wuchs sind.
Welcher Art sie auch seien, sagte Pippin. Es müssten schon Wunderbäume sein, um jemanden, der kein Vogel ist, ein Nachtlager zu bieten. Ich kann nun mal nicht auf einer Stange sitzen und schlafen. Dann grabe dir ein Loch in den Boden, schlug Legolas vor, wenn das deine Art gemäßer ist. Aber du wirst schnell und tief graben müssen, um dich vor den Orks zu verbergen. Grinsend sprang er federleicht in die Höhe und bekam einen Ast zu fassen, der weit über seinen Kopf aus dem Stamm hervorwuchs. Aber während er dort noch einen Augenblick hing, wurde er plötzlich aus dem Schatten des Baumes über ihm angesprochen. »Darrow«, sagte die Stimme in befehlendem Ton. Vor Schreck ließ sich Legolas wieder zu Boden fallen. Er drückte sich an den Baumstamm. »Steht still«, flüsterte er den anderen hinzu. »Nicht rühren oder reden.« Über ihren Köpfen hörten sie ein leises Auflachen. Dann wurde eine andere helle Stimme elbischer Zunge laut. Frodo verstand nicht viel, denn die Sprache des Waldvolkes östlich des Gebirges war dem westlichen Elbisch wenig ähnlich. Legolas blickte hoch und antwortete in der elbischen Sprache. »Wer sind die denn und was sagen sie?« fragte Merry. »Es sind Elben«, sagte Sam. »Merkst du es nicht an den Stimmen?« »Ja, Elben sind es«, sagte Legolas. »Und sie sagen, ihr schnauft so laut, dass sie euch im Dunkeln erschießen könnten.« Sam hielt sich schleunigst die Hand vor dem Mund. »Aber sie sagen auch, dass ihr euch nicht zu fürchten braucht. Schon seit einer ganzen Weile haben sie uns bemerkt.« Aus dem Schatten wurde eine Leiter herabgelassen. Sie bestand aus einem silbergrauen, im Dunkeln schimmernden Seil, das sehr dünn aussah, sich aber als stark genug erwies, mehrere von ihnen zu tragen. Legolas glitt behend hinauf, und Frodo folgte langsamer. Dahinter kam Sam, der sich alle Mühe gab, unhörbar zu schnaufen. Die Äste des Malornbaums wuchsen fast waagerecht aus dem Stamm hervor und bogen sich dann aufwärts. Doch dicht unter dem Wipfel teilte sich der Stamm in eine Krone aus mehreren Ästen, und zwischen diesen war eine hölzerne Plattform eingesetzt worden. Ein Flett, wie man das zu jener Zeit nannte, oder wie es bei den Elben hieß, ein Talan. Den Einstieg bildete ein rundes Loch in der Mitte, durch das die Leiter hindurchführte. »Willkommen«, sagte der Elb dann doch einmal in der Gemeinsprache, die er einerseits nur stockend sprach. »Selten bedienen wir uns einer anderen als der eigenen Zunge. Denn im Herzen des Waldes wohnen wir nun, und abgeneigt sind wir dem Umgang mit fremdem Volk. Selbst unsere Verwandten im Norden sind von uns gesondert. Doch gehen noch manche von uns außer Landes, um Post zu erfahren und unsere Feinde zu beobachten. Und diese verstehen in anderer Länder Zungen zu reden. Deren bin ich einer. Haldir ist mein Name. Meine Brüder Rumel und Orofin sprechen eure Sprache nur wenig. Doch uns ward bekannt, dass ihr kämet, denn Elronds Boten waren in Lorien, bevor sie sich auf den Heimweg durchs Schattenbachtal machten. Wie viele seid ihr? 8, sagte Legolas. Ich, 4 Hobbits, 2 Menschen, deren einer Aragorn ist, ein Elbenfreund aus dem Volk von Westernis. Der Name Aragorn, Arathorns Sohn, ist in Lorien bekannt, sagte Haldir. Und der Herrin Gunst genießt er. Soweit gut, doch erst 7 hast du genannt. Ein Zwerg ist der 8., schloss Legolas ab. Ein Zwerg? Wiederholte Haldir spöttisch. »Das ist nicht gut. Seit den dunklen Tagen haben wir mit den Zwergen nicht mehr verkehrt. Nicht erlaubt ist ihnen, unser Land zu betreten. Ich kann ihn nicht einlassen.« »Aber er ist vom einsamen Berg, ein Vertrauter Dains und Elrond wohlgesonnen«, sagte Frodo. »Elrond selbst hat ihn zu einem unserer Gefährten ausersehen, und er hat sich als treu und tapfer erwiesen.« Die Elben sprachen leise miteinander und befragten Legolas in ihrer Sprache. »Nun gut«, sagte Haldir endlich. »Gegen unsere Neigung wollen wir ihn einlassen, wenn Aragorn und Legolas ihn bewachen und für ihn bürgen. Doch mit verbundenen Augen muss er durch Lothlorien gehen. Doch nun dürfen wir nicht länger beraten. Eure Gefährten können nicht auf dem Boden bleiben. Wir haben an den Flüssen gewacht, seit wir vor vielen Tagen eine große Schar Orks am Rand des Gebirges nordwärts gen Moria ziehen sehen. Die 4 Hobbits sollen hier heraufsteigen und bei uns bleiben. Sie fürchten wir nicht. Im nächsten Baum ist noch ein Talan. Dort müssen die anderen unterkommen. Du, Legolas, bürgst uns für sie. Wenn du uns brauchst, so ruf uns. Und diesen Zwerg lass nicht aus den Augen.« Legolas stieg sofort die Leiter hinab, um Haldirs Anweisungen weiterzugeben, und bald darauf kamen Merry und Pippin zu dem hohen Flett hinaufgeklettert. Sie waren außer Atem und wirkten ziemlich nervös. »Da«, sagte Merry keuchend,
Wir haben außer unseren eigenen auch noch eure Decken mit hochgeschleppt. Das übrige Gepäck hat Streicher unter einem Haufen Laub versteckt. Ohne Not trugt ihr solche Lasten herauf? Kalt ist es zu einem Winter in der Bäume wipfeln. Doch weht der Wind heute Nacht von Süden. Und Speis und Trank bieten wir euch, die Kälte zu vertreiben. Und haben Felle noch übrig. Und auch Mäntel. Pippin schwätzte noch ein Weilchen, während sie mit Speis und Trank bewirtet wurden. »Ich kann nur hoffen«, kaute er, »dass ich nicht runterrolle, wenn ich auf diesem Hochbett einschlafen sollte.« »Wenn ich erst mal schlafe«, sagte Sam, »dann schlafe ich, ob ich nun runterrolle oder nicht. Und, versteh mich recht, je weniger du redest, desto schneller bin ich weg.« Spät in der Nacht wachte Frodo auf. Die anderen Hobbits schliefen. Die Elben waren nicht da. Die Mondsichel schimmerte blass durchs Laubwerk. Der Wind hatte sich gelegt. Nur ein kleines Stück weit entfernt hörte er derbes Gelächter und Schritte von vielen Füßen unten auf dem Boden. Metall klirrte. Langsam verhallten die Geräusche. Sie schienen nach Süden in den Wald hinein abzuziehen. Ein Kopf tauchte aus dem Einstiegsloch empor. Erschrocken setzte Frodo sich auf. Dann erkannte er die graue Kapuze eines Elben. Er blickte zu den Hobbits. »Was ist los?«, fragte Frodo. »Drr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 
Pippin atmete tief auf, als er wohlbehalten drüber war. Man lernt eben nie aus. Als die Gefährten alle auf dem Ostufer des Silberlaufs standen, machten die Elben die Seile los und rollten zwei davon zusammen. Das dritte zog Rumel, der auf dem anderen Ufer geblieben war, zu sich herüber, wandte es sich um die Schulter, winkte ihnen noch einmal zu und ging zurück zu Nimrodel, um dort Wache zu halten. »Umkehren können wir jetzt nicht mehr«, sagte Haldir scharf. »Nachdem wir im Lande der Herren sind, müsst ihr alle auch ihr vorgeführt werden. Sie werden über Frodo befinden, ihn festhalten oder Urlaub gewähren, wie es ihnen beliebt. Die Flüsse können wir nun nicht überschreiten. Und hinter euch sind versteckte Wachtposten, an denen ihr nicht vorüberkommt. Tot wäret ihr, bevor ihr sie seht.« Gimli löste die Axt vom Gürtel. Haldir und sein Begleiter spannten die Bogen. »Die Seuche über die Zwerge und ihre Halsstarrigkeit«, sagte Legolas. »Bitte«, ging Aragorn dazwischen. »Wenn ich weiterhin diese Fahrt anführen soll, dann tut ihr jetzt, was ich sage. Es ist hart für den Zwerg, so ausgegrenzt zu werden. Wir lassen uns all die Augen verbinden, auch Legolas. So wird es am besten sein, obwohl wir dann alle nur langsam und stumpfsinnig dahintrotten können.« Gimli lachte laut auf. »Wie ein Haufen Narren werden wir aussehen. Will Haldir uns alle an einer Leine führen, wie acht blinde Bettler hinter nur einem Hund? Aber ich bin es schon zufrieden, wenn Legolas allein mein Los teilt.« »Ich bin Elb und mit denen hier verwandt«, sagte Legolas, nun seinerseits erbost. »Ich klage auf Schmerzensgeld für jeden Sturz und jeden verstauchten See, wenn ihr uns nicht gut führt«, sagte Gimli, als sie ihm die Augen verbanden. »Ohne Grund wirst du klagen«, sagte Haldir, »denn ich werde euch gut führen, und die Wege sind eben und gerade.« »O Torheit dieser Zeit«, rief Legolas, »alle sind wir desselben Feindes Feinde, und doch muss ich blind durchs Waldland gehen, wo die Sonne durchs goldene Laub scheint.« Den ganzen Tag marschierten sie, bis sie die Abendkühle spürten und den frühen Nachtwind durchs Laub säuseln hörten. Als erstem nahm Haldir Gimli die Augenbinde ab. »Ich bitte dich um Verzeihung«, sagte er mit einer tiefen Verbeugung. »Mögest du von nun an freundliches Auge sehen. Schau dich um und sei froh, denn als erster Zweig seit Durins Tag wirst du die Bäume im Naith von Lorien erblicken.« »Seht nun da, ihr seid am Cairn Amroth«, sagte Haldir. »Dies ist des alten Königreiches Herz, so wie es einst war, und hier ist Amroths Hügel, wo in glücklicheren Tagen sein hohes Haus gezimmert ward. Stets blühen hier in Winterblumen, im nie welkenden Grase die gelben Elanor und die blasse Nifredil. Hier bleiben wir ein Weilchen und kommen dann gegen Abend in die Stadt von Galadrim.« Die anderen ließen sich ins duftende Gras fallen, aber Frodo blieb noch eine Weile verwundert stehen. Ihm war, als habe er durch eine Fenstertür in eine entschwundene Welt geblickt und sei nun über die Schwelle getreten. Er wandte sich zur Seite und sah, dass Sam neben ihm stand, der mit verwirrter Miene umherblickte und sich die Augen rieb, wie um sich zu vergewissern, dass er wach war. »Die Sonne scheint und es ist heller Tag. Ganz normal«, sagte er, »und ich dachte immer, die Elben hätten es nur mit Mond und Sternen. Und das ist ja noch elbischer als alles, wovon ich je gehört habe. Ich komme mir vor, verstehe mich recht, als ob ich jemand in einem Lied wäre.« Haldir sah sie an. Er schien in der Tat recht zu verstehen, was Sam meinte, sowohl dem Sinn wie den Worten gemäß. Er lächelte. »Du spürst die Macht der Herrin«, sagte er. »Würdet ihr gern mit mir den Cairn Amroth besteigen?« Sie folgten ihm, als er leichtfüßig die grasigen Hänge hinaufschritt. Frodo, obwohl er hier nun ging und atmete, zwischen lebendigen Blättern und Blumen, die derselbe kühle Wind wiegte, der ihm das Gesicht lächelte, hatte das Gefühl, in einem zeitlosen Land zu sein, das nicht vergehen, sich verändern oder in Vergessenheit fallen könnte. Wäre er fort und wieder in die Welt draußen zurückgekehrt, so bliebe hier doch für immer Frodo, der Reisende aus dem Auenland und Schritte durchs Gras zwischen den Elanor und den Nifredil im schönen Lothlorien. Sie traten in den Kreis der weißen Bäume. Der Südwind wehte über Cairn Amroth und säuselte in den Zweigen. Frodo blieb stehen. Von fern hörte er große Meere an Strände branden, die längst weggespült waren, und hörte Seevögel schreien, deren Art von der Erde verschwunden war. Haldir war weitergegangen und stieg nun zu dem hohen Flett hinauf. Frodo, der sich anschickte, ihm zu folgen, legte eine Hand an den Baumstamm neben der Leiter. Nie zuvor war ihm so plötzlich und so deutlich bewusst geworden,
wie sich das Gewebe und die Oberfläche einer Baumhaut anfühlten und wie viel Leben sich darunter verbarg. Er spürte etwas von Freude in dem Holz und in der Hand, die es berührte. Nicht das Wohlgefallen des Försters oder Zimmermanns, sondern die Lebensfreude des Baumes selbst. Als er schließlich auf die luftige Plattform hinaustrat, nahm ihn Haldir bei der Hand und führte ihn zum Ausblick nach Süden. »Schau dorthin zuerst«, sagte er. Immer noch in einiger Entfernung sah Frodo einen Hügel, mit vielen mächtigen Bäumen bestanden. Oder war es vielmehr eine Stadt von grünen Türmen? Er konnte es nicht sagen. Von dort, so schien ihm, strahlten die Macht und das Licht aus, die das ganze Land in der Schwebe hielten. Auf einmal sehnte er sich danach, wie ein Vogel zu der grünen Stadt hinfliegen zu können. Dann schaute er nach Osten und sah einen blass schimmernden Streifen, zu dem hin alles Land abfiel, den Anduin, den großen Strom. Er hob den Blick über den Fluss hinweg, und alles Licht erlosch, und er war wieder in der Welt, die er kannte. Jenseits des Stroms schien das Land flach und leer zu sein, gestaltlos und verschwommen, bis es in der Ferne wieder anstieg, wie eine Mauer, dumpf und düster. Die Sonne, die auf Lorien schien, hatte nicht die Kraft, den Schatten auf jener fernen Höhe zu lichten. »Dort liegt die Festung des südlichen Düsterwalds«, sagte Haldir. »Ein Wald von dunklen Tannen umgibt sie, wo die Bäume miteinander ringen und wo ihre Zweige verfaulen oder verdorren. Inmitten des Waldes steht auf einer felsigen Anhöhe Don Guldur, wo der Feind, als er sich verborgen hielt, lange seinen Sitz hatte. Stets ringen die Bäume nun miteinander in Gedanken. Doch während das Licht ins Herz der Finsternis eindringen kann, ist das eigene Geheimnis nicht gelüftet. Noch nicht.« Er wandte sich ab und stieg rasch wieder hinunter, und sie folgten ihm. Am Fluss des Hügels stand Aragorn, still und stumm wie ein Baum, in der Hand aber hielt er eine kleine goldene Blume, eine Elanor, und seine Augen glänzten. Irgendeine schöne Erinnerung schien ihn gefangen zu halten, und als Frodo ihn ansah, wusste er, dass Aragorn etwas vor Augen stand, das einst an eben diesem Ort geschehen war, denn die Spuren der schweren Jahre schienen aus seinem Gesicht verschwunden zu sein, und man konnte ihn sich als einen weißgekleideten, stattlichen jungen Fürsten vorstellen, und er sprach elbische Worte zu einer, die Frodo nicht sehen konnte. »Arwen vani melden, Amarie«, sagte er, und dann, aus seinen Gedanken auftauchend, holte er Tiefluft, sah Frodo an und lächelte. »Hier ist das Herz des Elbentums auf dieser Erde«, sagte er, »und hier bleibt mein Herz für immer. Es sei denn, ein Licht schiene noch am Ende der dunklen Straßen, die wir beide gehen müssen, du und ich. Komm mit.« Und Frodo bei der Hand nehmend, verließ er den Cirin Amroth und kehrte zeit seines Lebens nicht mehr dorthin zurück.